Fechten, die Königsdisziplin bei den Olympischen Spielen und auch zu Kaiserzeiten ein hochgeachteter Sport. Meist waren es damals Männer, die mit dem Florett kämpften, doch viele Jahre später wird Fechten längst auch von Athletinnen professionell ausgetragen. Wenn ich fechte, dass ich nicht nur gegen Frauen eigentlich fechte, sondern generell gegen alle und einfach mich dann halt an dem Können zu messen und nicht, ob es halt ein Mann oder eine Frau ist. Männer kämpften schon zu Beginn der Olympischen Spiele 1896. Frauen kämpften das erste Mal 1920 bei Olympia. Das Ziel ist dabei natürlich das olympische Gold. Doch es geht doch anders. Die Leute kommen nicht mehr unbedingt zum Training, um große Medaillen zu holen. Es steht nicht mehr im Vordergrund, sondern steht eher Gemeinschaft, auch beim Fechten im Vordergrund. Erstmals in der Geschichte von den Olympischen Spielen kämpfen in Tokio Frauen und Männer gemeinsam im Mixed-Wettkampf als Team um das begehrte olympische Gold. Dass es ein Team gibt, dass alle sich gemeinsam unterstützen, sich gemeinsam anfeuern, auch bei Wettkämpfen, auch beim Training, dass man da gemeinsam dran arbeitet und weniger, dass die Medaillen dann auch fallen. Es geht um den Spaß am Sport. Egal ob in Tokio oder in Charlottenburg, um in der Teamdisziplin der Einzelsportler zu bestehen, ist es wichtig, sich zu unterstützen. Zum Glück haben sich die Zeiten seit dem Kaiser geändert und Frauen kämpfen nun Seite an Seite mit ihren männlichen Kollegen zusammen.